Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch diese süße Verpackung machen und wie ihr hört, es raschelt da drin. Ich habe, beziehungsweise mein Mann hat mir beim Einkaufen eine Tüte von diesen kleinen Scheißern mitgebracht und ich habe jetzt zu dieser Süßigkeit drei verschiedene Projekte, das heißt, die nächsten drei Videos drehen sich um die kleinen süßen Teilchen. Wir fangen mit diesem Projekt heute an. Wenn der Beschenkte die Schleife löst, dann kann er hier unten anfassen und den Deckel abziehen. Hier passen zwei Stück rein und in den nächsten zwei Projekten passen jeweils vier. Was ihr dafür braucht, das sage ich euch gleich, das findet ihr aber auch zusammengefasst auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein und dann legen wir auch schon los. Ich habe hier in den neuen In-Color-Farben gearbeitet. Heute nehmen wir Blütenrosa und das Designerpapier aus der Landhausreihe. Ich glaube wohl. Ich gucke doch mal eben im Katalog. Also das Designerpapier habe ich bei meinem Muster verwendet. Das kommt aus voller Liebe und Schönheit. Landhaus Glück war's. Dieses Designerpapier hier unten verwenden wir. Den Spruch nur für dich, der kommt aus dem Stempelset Liebe über alles. Und den Spruch nehme ich auch für alle drei Projekte. Dann habt ihr einen Spruch, den ihr quasi fast immer nehmen könnt. Das ist mein Reststück. Und dann legen wir mal los. Ihr braucht für innen zwei Stücke Farbkarton in 11x8. Das Designerpapier, da habt ihr zwei Stücke in 5,5x2,5 und vier Stücke in 5,5x1,5. Dann habt ihr ein Stück Farbkarton in 12,5x9,1. Dafür braucht ihr Designerpapier, vier Stücke in 12x3 und zwei Stück in 12x1,6. Und dann haben wir noch den Deckel, die werden dann nach oben abziehen. Da braucht ihr Farbkarton in 12,6x14,7. Das Designerpapier, da sind es zwei Stücke in 12x3,1, zwei Stücke in 12x1,7 und ein Stück in 3,1x1,7. Ich wurde darum gebeten, zu sagen, wie viel ich verwendet habe bei meinen Projekten. Ich habe hier jetzt einen und einen halben Bogen A4 Farbkarton. Designerpapier kommt ihr locker mit einem großen 12x12 Bogen aus. Wir fangen mit den Stücken in 11x8 an. Da habt ihr ja zwei und das dementsprechende Designerpapier. Und die müssen wir uns beide falzen und zwar beide gleich. Wir fangen an der langen Seite an und falzen bei 3. Dann drehen wir es um und falzen bei 5, bei 8 und bei 10. Dann drehen wir es auf die kurze und falzen bei 2. Das Ganze nochmal. Lange Seite bei 3, einmal drehen bei 5, bei 8 und bei 10. Wieder auf die kurze und bei 2. Nachfalzen. Dann nehmen wir uns die Schere
Und jetzt habt ihr unten jeweils hier das kleine Rechteck, das kommt raus. Das Quadrat daneben können wir gleich mit anschrägen. Die größeren Rechtecke hier unten, die bleiben stehen. Dann kommt wieder ein Quadrat. Das schrägen wir an. Genau das gleiche machen wir bei diesem. Links das kleine Rechteck oder rechts, je nachdem, wie ihr gefalzt habt. Das kommt raus. Die Quadrate unten anschrägen und die großen Rechtecke bleiben stehen. Das war mal der erste Schritt. Dann können wir das Designerpapier aufkleben. Und wir haben hier die Klebelasche. Das heißt, das spielt da vorne, so dass die Klebelasche hinten liegt. Jetzt mache ich mir hier eine Markierung, da eine Markierung, hier und auf diese Lasche. Klappt das wieder auf und dann weiß ich genau, an diese vier Stellen muss das Designerpapier. Beim zweiten natürlich dann genauso. Quatsch, hier unten habe ich gar keins. Ach, Blödsinn. Wir kleben nur auf die Stellen Designerpapier. Wenn ihr möchtet, könnt ihr für hier unten auch noch eins zuschneiden. Aber die Boxen sitzen halt später so da drin. Dann brauchen wir da nicht zwangsläufig Designerpapier. Das kleben wir uns auf. Die anderen drei Stücke kommen auf das zweite Stück. Die Fliege möchte mitmischen hier. Die ist aber auch hartnäckig. So, und dann kleben wir es zu. Ich drehe mir dafür die Klebelasche auf die Innenseite. Klappt mir das um. Und dann kleben wir das hier schön Kante auf Kante. Ich habe das so berechnet, dass ihr in diesen kleinen Boxen, wenn ihr die Süßigkeit da reingepackt habt, noch ein bisschen Spiel habt. Dann drehen wir hier unsere Klebekante zu uns. Und normalerweise habe ich es bisher so gemacht, dass ich mir jetzt erst das einklappe, dann die beiden kleinen Flügel und dann so. Wir müssen das hier allerdings diesmal so machen oder ihr schneidet euch hier die Laschen noch etwas kürzer. Wenn wir das so machen wie immer, dann hängt diese Klappe hier an diesen kleinen Flügeln und dann könnte es sein, dass das so ein bisschen absteht. Deshalb mache ich es ausnahmsweise wieder so rum. Mache mir hier auf die kleinen Flügelchen ein bisschen Kleber. Die sollen natürlich möglichst unten bleiben. Und dann jetzt nicht hier Kleber, sondern hier oben. Wenn dann was rauskommt. Und dann klappen wir uns erst die ein und dann die. Achten darauf, dass das schön gerade im rechten Winkel ist. Und dann drücken wir das fest. Gleich ein zweites Mal.
darauf achten, dass das hier schön gerade ist an der oberen Kante. Festdrücken von innen. Und dann hätten wir die beiden schon mal fertig. Die können erst an die Seite. Dann nehmen wir das Stück 12,5 x 9,1 und das dementsprechende Designerpapier. Und das müssen wir falzen an der kurzen Seite von beiden Seiten bei 3,1. Quatsch, bei 3,5. Das war's da schon. Mehr brauchen wir da an dem Stück nicht falzen. Da kommt dann Designerpapier drauf und hier habt ihr sowohl für innen als auch für außen Designerpapier. Die schmalen Streifen jeweils in die Mitte. Ich habe hier jetzt für innen und außen das gleiche Design genommen. Da könnt ihr natürlich auch unterschiedliches nehmen. So, Innenseite, Außenseite. Darauf achten, wenn ihr einen Musterverlauf habt, dass das in die gleiche Richtung schaut. So, und jetzt drehen wir das Ganze wieder auf die Innenseite und so sitzt das dann später in dem Deckel. Diese beiden Boxen, die kleben wir jetzt jeweils eins nach unten, hier an diese Falzlinie und unten bündig. Und zwar machen wir uns da Kleber auf die größere Seite, wo kein Designerpapier ist. Also an die Falz, aber nicht drüber her. Und unten bündig. Und die zweite kleben wir uns auf diese Seite, darauf achten, dass die Öffnung nach oben ist, an die Falzlinie und oben bündig. Ich muss es mir einmal drehen, dass ich die Falzlinie sehe. Und auch hier gut andrücken. Und wenn ihr das dann zuklappt, dann sollte das passen. Ich habe hier noch einen kleinen Spalt. Jetzt könnt ihr jeweils eure Schoki hier reinpacken. Beziehungsweise wir machen jetzt den Deckel. Und dafür nehmt ihr das Stück in 12,6 x 14,7 und wieder das dementsprechende Designerpapier und das falzen wir an der kurzen Seite als erstes bei einem Zentimeter, den lege ich jetzt wieder rechts an,
Dann drehen wir und falzen bei 3,2. Obwohl, das können wir auch an dieser Seite noch. Das geht hier ja noch weiter. 3,2. Dann 6,8. 9 cm. Und das war's. Lange Seite 2,2. Einmal wieder nachfalzen. Und dann nehmen wir das Designerpapier auch hier. Hier ist die Klebelasche. Könnt ihr euch jetzt wieder Markierungen machen. Ich habe in meinem Fall jetzt alle vier Seiten beklebt und diese Lasche. Ne? Habe ich doch, ne? Ja. Dann nehmen wir das Designerpapier oder wir können auch erst zuschneiden. Zugeschnitten werden die quasi, wird der Deckel genauso wie die beiden Innenteile auch. Wir haben hier an der linken Seite wieder das kleine Rechteck, das schneiden wir raus. Die beiden Quadrate werden zu Klebelaschen und die beiden Rechtecke bleiben stehen. So, jetzt kleben wir aber Designerpapier. Wieso habe ich denn hier zwei zugeschnitten? Wir brauchen aber nur eins. Habe ich auch gesagt, eins. So, ich nehme hier jetzt wieder das gleiche Design, wie ich für die kleinen Innenboxen genommen habe. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Dieses kleine kommt hier hin. So, noch zwei, dann haben wir es geschafft. Und dann müssen wir uns unten, also das, was später unten ist, bei dem Deckel, noch zwei Markierungen machen. Und zwar in diesen beiden breiten Bereichen. Dann lege ich mir jetzt hier die glatte Kante zu mir. Nehme mir ein Geodreieck. Lege das bei 1,5 cm Höhe an. Und mittig haben wir dann die 0. Und rechts und links sind wir in etwa bei 2,8. Da machen wir uns einen Punkt. Also in diesem Abteil und in diesem. Wieder anlegen bei 1,5. Die 0 in die Mitte. Und dann sind wir hier von der 0 aus bei 1,8 ungefähr. Das kommt nicht ganz auf einen Millimeter an. So, dann habe ich das erst zugeklebt. Weil wenn wir das hier jetzt rausschneiden, dann ist das hier fummelig mit der Klebelasche. Deshalb klebe ich das jetzt erst zu. Die Markierung haben wir ja gemacht. Und beim Deckel jetzt aufpassen, schön locker kleben. Also so, dass man diesen Hügel von der Falzlinie noch gut sehen kann.
So, wir haben hier die Klebenaht. Jetzt müssen wir das hier wieder verschließen. Und auch hier lege ich die diesmal zuerst rein. Na, schön gerade. Gut am Drücken. Und jetzt nehmen wir uns eine Schere und schneiden jetzt jeweils hier von den Ecken zu der Markierung. Denkt dran, ihr habt hier jetzt Farbkarton und Designerpapier. Ich habe erst mit einer Kreisstanze nur so eine kleine Aussparung gemacht. Das war mir aber dann doch zu wenig. Auf der Rückseite müsst ihr darauf achten, dass ihr hier an der einen Seite hier die Klebelasche habt. Also da müsst ihr durch zwei lang. Ihr könnt das so ein bisschen schräg halten und auch drücken. Vorausgesetzt, es ist oben natürlich angezogen. Der Kleber. So, dann haben wir die Ecken raus. So, jetzt könnt ihr eure Schub wieder reinpacken. Ich habe jetzt nur noch eine. Und dann schauen wir noch mal, wo die Vorderseite ist. Die ist hier. Und jetzt können wir das im Normalfall, wenn alles gut geklappt hat, hier drüber herstecken. Irgendwo hakt es jetzt. Ah, da, beim Designerpapier. So, einmal reinschieben. Und jetzt kann der Beschenkte das dann dementsprechend wieder rausziehen. An sich sitzt das sehr straff da drin. Ich fand das aber jetzt ganz schön mit dem Band. Und deshalb nehme ich jetzt aus dem Kombipark schräg gestreiftes Geschenkband in Blütenrosa und Weiß. Dann nehme ich jetzt das in Blütenrosa. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ein bisschen was abrollen. Schleife machen, ne? Ein Buch mit 7 Siegeln. So, wir haben es geschafft. Jetzt habe ich hier natürlich noch einiges überstehen. Das lasse ich jetzt aber erst so. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen verschwinden. Denn ich muss es ja später nochmal aufmachen, um eine zweite reinzustecken. Dann stempeln wir ein wenig. Und zwar stempel ich den Spruch jetzt passend in Schiefergrau. Und dann nehmen wir uns die Stanzform, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, Basic mit Pep dazu. Und dann müsste es der zweite sein. Ja. So, dann nehmen wir mal hier die kleine Stanzmaschine. Und unsere Platten. Ich schneide mir das hier noch mal fix ein Stück kleiner. Und ich lege den Kreis jetzt so an, dass der Spruch nicht mittig ist, sondern dass ich nach oben hin noch ein bisschen
Platz habe, so dass wir gleich noch ein Loch machen können. Für unseren Anhänger. So, Kreis ist fertig und ich habe alles verschoben. Jetzt nehme ich mir eine Lochzange. Die gibt es jetzt bei Stampin' Up! Selber nicht mehr. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da habt. Und das fädel ich mir dann später noch mit der weißen Kordel. Die nennt sich Kordel Basic im Set. Das fummel ich hier später noch dran, sobald ich meine zweite Packung da drin habe. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe hier noch ein kleines Bling-Bling mit draufgeklebt. Aber soweit ist die Verpackung fertig. Ich bin gespannt, wie sie euch gefällt, was ihr an sich davon haltet, drei Projekte zu diesen kleinen Naschis zu sehen. Ich wünsche euch jetzt, wie immer, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!